Ja, so ist es. Der Zwischenbericht ist heute fällig der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Die wurde eingesetzt im Mai 2010 und eine Enquete-Kommission ist etwas Besonderes, denn da sind neben 17 Bundestagsabgeordneten in diesem Fall auch 17 Experten, Professoren etc. vertreten, also auch externe Kompetenz. Und eine Enquete-Kommission soll den Bundestag in Themen beraten, die vor allen Dingen in die Zukunft weisen. Allerdings, das digitale Zeitalter hat ja längst begonnen und insofern ist es dringend notwendig, dass die Politik auch auf die eine oder andere Frage reagiert. Man hat sich 12 Themenbereiche vorgenommen. 4 sind bisher erst mehr oder minder abgearbeitet worden. Man kann sich vorstellen, dass es da auch Meinungsverschiedenheiten gegeben hat zwischen Koalition und Opposition. Deswegen hat es auch viele Sondervoten gegeben. Und ich habe jetzt den Vorsitzenden hier der Enquete-Kommission, Axel Fischer von der Union. Schön, dass Sie da sind. Und dann begrüße ich ganz herzlich Konstantin von Notz, ebenfalls in dieser Kommission für die Grünen. Herr Fischer, ich habe es gerade gesagt, Sie sind im Mai eingesetzt worden. Jetzt im Sommer soll das Ganze bereits beendet sein. 4 Themenkomplexe sind erst mehr oder minder abgearbeitet worden. Reicht denn die Zeit dafür überhaupt? Also ich bin mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Am Anfang musste man sich etwas beschnuppern, gab es Anlaufschwierigkeiten, aber inzwischen läuft die Arbeit sehr gut und konzentriert. Wir haben 4 Themenbereiche abgeschlossen. Die nächsten 4 Themenarbeiten sind mitten in der Bearbeitung. Das heißt, dass wir die Themenbereiche wahrscheinlich sehr bald auch abschließen können und im Bundestag beraten können. Und ich gehe im Augenblick davon aus, dass, wenn wir uns bemühen, es zu schaffen sein wird. Aber es ist noch sehr viel Arbeit und es wird schwierig. Das ist keine Frage. Ganz wichtiger Bereich ist Medienkompetenz. Da ist man auch als erstes mit fertig geworden. Das wird auch heute hier diskutiert. Wenn ich mal drauf gucke, 34 Personen diskutieren. Am Schluss kommt dann raus, dass jeder Schüler einen Laptop haben soll. Da wäre ich vielleicht auch allein drauf gekommen. Naja, also erstmal muss man sagen, dass das Verfahren, wie wir arbeiten in der Enquete, einmalig eine Premiere ist. Wir öffnen die Enquete-Sitzung, machen sie nach außen Transparenz und machen sie öffentlich. Es gibt Beteiligungsmöglichkeiten über das Beteiligungstool Autocracy, dass Leute auch von außen Ideen eingeben können. Und insofern ist bei der Enquete nicht nur wichtig, was am Ende bei rauskommt, also was geschrieben auf dem Abschlussbericht steht, sondern auch der Weg, wie wir mit diesem Thema umgehen und dass wir eben Transparenz und mehr Öffentlichkeit auch in der Enquete selbst praktizieren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und das wurde auch bei der Medienkompetenz gemacht. Ja, die Community wird ja eingebunden, man kann sich dort beteiligen, das ist was Besonderes. Wenn ich jetzt mal auf die Parteien gucke, die hier vertreten sind, auf den Parteitagen zumindest der Koalitionsfraktionen, ist nichts in Richtung digitales Netz oder so beschlossen worden. Das war bei den Oppositionsfraktionen ein bisschen anders. Hat die Piratenpartei nicht recht, wenn sie sagt, diese Enquete-Kommission ist so etwas wie eine Alibi-Veranstaltung? Wenn wir jetzt keine Ergebnisse produzieren würden, würde ich sagen, ja, Sie hätten recht. Aber wir arbeiten sehr intensiv an dem Thema. Sie sehen, dass die ersten Parteien sich darauf schon eingestellt haben. Auch bei der Union, also bei meiner Partei, wird intensiv an entsprechenden Papieren gearbeitet, die auch zum Parteitag schon vorgelegt wurden. Und ich gehe davon aus, dass wir uns auch als CDU Deutschland zu diesem Thema beim nächsten Bundesparteitag sehr klar positionieren werden. Und insofern glaube ich, dass die Arbeit, die die Enquete-Kommission macht, sehr erfolgreich ist und dass vor allem die Öffentlichkeit die Arbeit wahrnimmt. Und das ist ein großes Plus. Und Kollege von Notz hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine Bürgerbeteiligung eingeführt haben, die dafür sorgt, dass erstmalig die interessierte Öffentlichkeit aktiv teilnehmen kann. Wir hatten am Anfang gehofft, dass da mehr mitmachen, aber die Beiträge sind qualitativ sehr hoch. Das heißt, zum Beispiel 2 Beiträge ist direkt in den Bericht Medienkompetenz geschafft haben. Also am Datenstau kann es ja nicht liegen, aber das ist zum Beispiel ein konkretes Problem des Internets und da gibt es diesen Begriff der Netzneutralität, der hier auch strittig diskutiert wurde. Herr von Notz, sagen Sie ganz kurz, was das definitorisch ist und wie das die Grünen sehen. Die Netzneutralität ist eine der ganz entscheidenden Zukunftsfragen für das Internet. Es ist nämlich die Frage, ob alle Menschen gleichberechtigt Zugang zum Netz haben. Das heißt, Dinge aus dem Netz herauszuziehen und Dinge in das Netz hineinzuspielen. Oder ob man praktisch ein Mehrklassen-Internet schafft für die Leute, die mehr Geld investieren können, sozusagen privilegierte Zugänge legt. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Deswegen ist Netzneutralität ganz wichtig. Lassen Sie mich aber noch eine Sache zum vorhergehenden Aspekt sagen. Es stimmt, die Netzpolitik ist kein fertiges Arbeitsfeld und keiner hat fertige Antworten. Ja, auch die Piratenpartei nicht. Es sind viele Fragen, die müssen im Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs bearbeitet und beantwortet werden. Und es ist nicht damit getan, eine Enquete-Kommission einzusetzen und dann zu sagen, die arbeitet 2 Jahre und danach sind wir mit dem Thema durch, sondern es ist ein laufender Prozess.
Und dass wir uns dem angenommen haben, das ist ganz wichtig. Ich finde aber auch, und die Kritik teile ich, die Bundesregierung, die Koalition kann sich nicht hinter der Enquete verstecken. Es liegen ganz bestimmte Themen, zum Beispiel die Netzneutralität, zum Beispiel Datenschutz in der digitalen Welt, auf der tagespolitischen Agenda. Und dazu muss was passieren. Da kann man sich nicht hinter der Enquete wegducken. Aber es sind ja auch viele politische Fragen, weil Sie die Piraten gerade angesprochen haben. Die Piraten werben dafür, für die Anonymität im Netz. Ist denn das in Ordnung, wenn ich irgendwo hingehe, muss ich mich ja auch immer ausweisen im Netz Anonymität? Da wird doch auch viel Missbrauch mit betrieben, oder? Ja, da mag Missbrauch mit betrieben werden, aber dennoch muss man sich in bestimmten Bereichen auch mit Pseudonymen verhalten können, unterwegs sein im Netz, das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist die Verantwortlichkeiten, die zugeordnet werden müssen, dass man weiß, wer für Straftaten oder Sonstiges verantwortlich ist und im Zweifel dann zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und dieses Thema werden wir in der Enquete auch noch intensiv beraten müssen. Ganz großes Thema ist ja Urheberrecht. Wir sehen es gerade in Amerika, da blieben jetzt die Seiten schwarz aus Protest, weil die amerikanische Regierung das Urheberrecht mehr hervorheben wollte. Ist denn so etwas wie Urheberrecht, also sage ich mal, wenn ich Filme kopiere und die ständig weitergebe, ist denn das in Ihren Augen in Ordnung? Muss es ein völlig freies Netz geben oder muss es da nicht Spielregeln geben? Nein, aber das Urheberrecht muss angepasst werden. Die Digitalisierung ist eine unfassbare Erfindung, die unheimlich viel verändert und das Recht muss sich diesen Realitäten anpassen. Und es ist ein Unding, dass es zum Beispiel das Recht auf Privatkopie bei digitalen Inhalten bisher nicht gibt. Ja, Sie können die Serie, die Sie tatsächlich kaufen, weiter verschenken Ihrem Bruder. Das können Sie aber nicht mit digitalen Inhalten, die Sie kaufen. Das ist kein Zustand und deswegen brauchen wir Reformen im Urheberrecht. Herr von Fischer, vielen Dank. Sie werden gleich weiter diskutieren, denn im